Zockermorde. Typ, Typ, Typ und willkommen zurück bei Layers of Fear. So, wir stehen jetzt hier vor dem Fahrstuhl. Uns wurde eben schon richtig eingeheizt. Jetzt gucken wir mal, wo der Fahrstuhl uns hinführt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja letztes Mal nach oben. Wir fahren immer nach oben. Oder? Nein, wir fahren nicht nach oben. Mal zumachen. Fahren wir nirgendwo hin, wa? Ja, nach unten geht es. So, jetzt gucken wir uns natürlich wieder an, was da drin los ist. Aufpassen, Leute, aufpassen. Kann man was sehen? Okay, wir haben nur diesen Raum. Können wir da weiterfahren? Hoch geht sowieso nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Wenn wir müssen. Was steht da? Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Nein, das haben wir noch letztes Mal gelernt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was haben wir hier wieder? In any case. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht. Ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat, vertrau mir. Das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in letzter Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch haben. Okay, die lebt wohl. Ihm wurde die Tochter anscheinend weggenommen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, zu Recht. Lass ihn bloß weg hier von dem Vogel, so wie das hier aussieht. Ey, passiert immer nichts in diesem Raum. Glaube ich fast gar nicht. Ist der Lichtschalter? Nö. 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 Hier ist nichts, oder? Nö. Jetzt wird's aber hier. Schön. Okay, hier kommen wir sowieso nicht weiter. Was ist das da? Hopp! Na. Ist aber hier Fledermäuse, wa? Enge Räume. Boah. Ja, Schauer über den Rücken gelaufen hier. Wiedef! Gehen wir mal hier raus. Ja, Ratten. Das Licht machen wir auf jeden Fall immer an. Wenn ich nicht wieder übersehe oder vergesse, was haben wir da? Handschellen. Wieder der Panda. Ich kann hier nichts aufnehmen. Geht hoch? Nee. Okay. Und dann lassen wir wieder laufen. Das Wässerchen. Bringt's was? Hm. Egal, wir lassen laufen. Why not, ne? Ach, jetzt bin ich hier, okay. Und wieder Kack zu. Die Musik ändert sich. So, dann komme ich hier raus. Kein Bock, dass es hochgeht. Ja, ist die Frage, ist das jetzt hier besser hier lang gehen oder
Oder was? Na, wir gehen erstmal ins Badezimmer rein. Ich weiß immer nicht. Ich habe immer Schiss, dass mir dann irgendwas versperrt ist, weil ich sage, ich gehe zuerst hier rein. Was passiert jetzt hier wieder? Oh, Baby! Stille Schwimmer. Sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder mehr für mich. Na, da wirst du aber ganz schön stinken. Plupp ist das Baby weg. Message for you. Spülung geht immer noch nicht. Einmal frei. Wir holen mal Wasser an hier. Was soll's? Jetzt kein Abfluss. Das wird überlaufen. Nö, kann man hier noch irgendwas machen? Es fließt jetzt nichts. Okay, baden will er nicht mehr. Da wird ganz schön stinken. Und wir zu. Bing! War ja klar, ne? War ja klar. Ist verschlossen. Ich habe noch keine Schlüssel. Okay. Na, hier geht nichts mehr. Hier ist auch zu. Alles zu hier. Alles zu. Super. Hier ist ein komischer Raum hier. Wähle. Oh, wir gehen nach innen auf. Was ist da los? Mauer. Mauer. Mauer war klar. Und wieder zurück. Oh, was ist jetzt los? Alter, ist das crazy. Ob ich jetzt eine 3D-Brille aufsetzen soll? Ist okay? Ob denn was passiert? Nein. Leute, Leute, Leute. Ich hoffe, hier ist irgendwo Lichtschalter hier. Aha, ping, ping, ping. Leuchtstoffe Röhren. Oh. Pumpe, die Pumpe. Ach, so wieder im Keller. Den waren wir ja ganz am Anfang, ne? Wisst ihr noch? Da war noch nichts passiert. Jetzt muss hier richtig was abgehen. Ah, ich will hier nicht rein. Auch bevor ich da reingehe, muss ich einen Schluck trinken. Da geht schon los hier. Löst sich was auf. Eine Farbe hier, okay. Hinten waren ganz viele Puppen. Das war. Oh. Alter, brummt hier heftig. Ich werde sie hier gleich voll ausrasten hier. Merkt, hört ihr das auch, das Brummen? Geht gleich was hoch. Wir fliegen mal eine Trommelfelle raus hier. Okay, da hängt was. Das nehmen wir uns nochmal. Baumelnder Abscheu, geduldig, durstig, pelzige Blutegel, ängstlich hochzuschauen. Nee, bin ich nicht. Hast du gesehen, ich hab mich getraut.
Da, Scheiße. Das ist mal dahin erstmal. Immer ganz. Immer die Puppen in der Ecke. Ich weiß es, ich wusste es noch. Was noch mal laufen. Vielleicht pisst du irgendwen an. Aha, meinst du, ich soll da nochmal drücken? Was ist das hier? Na, das ist doch schön. Jetzt geht es ab hier, Alter. Ist da wer? Oh, hat sich verspielt. Alter, was ist los hier? Wird schon härter, das Lied. Schneller. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Okay, jetzt haben wir noch einen Knochen am Start, ist ja sehr schön. Jetzt hat er eine wunderbare Grundierung. Ja, ich würde sagen, wollen wir hier nochmal gucken. Also ich sehe es gerade so, ihr werdet wahrscheinlich hier nur schwarz sehen. Okay, hier trotzdem nochmal lang. Falls ich was finde. Ja, war ein schönes Ständchen eben, ne? Hat so schön, ja, ordentlich gespielt. Mit ein paar Patzern drinne. Hier wieder ein bisschen Farbe. So, dann gehen wir hoch. Dann kommen wir wahrscheinlich wieder in unser normaler Betrieb rein. Humpel die Bumpel. Ah ja, war ich doch. Aber hier, guck, der ist an, hör mal. Was geht denn hier ab? War aber vorhin aufgeräumt, da hier. Junge, Junge. So, dann knallen wir es mal drauf, wa? Schrubbel die Wubbel die. Ist das ein Auge? Alter, wie er so im Arsch ist. So, dann gucken wir mal hier. Jawohl, der Knochen. Zum Schluss gab es Mehl in weiße Farbe, okay. Okay, jetzt haben wir eine wunderbare Grundierung aus Knochenmehl. Ich check hier nochmal die Dinger, vielleicht findet man hier noch was. Nö. Achso, halt, da lag noch ein Zettelchen, das gucken wir uns nochmal an. Ich hasse.
Selbst jetzt, verloren alleine, hoffnungslos, du wirst immer ein groteskes Missverständnis, beende es. Okay. Keine Ahnung. Ja, das sieht doch schon mal schnuggelig aus hier. Was haben wir hier? Ah, der Stuhl ist zumindest wieder da. Ich bin da. Was, wenn du scheiterst? Ja. Dann ist alles für ein Arsch gewesen. Auf gut Deutsch gesagt, ne? Nun ja, dann gucken wir halt mal weiter, oder? Auf geht's. Abfahrt. Und die nächste Tür geht auf. Jawohl. Da ist ja die alte. Die ist riesig. Ist ja eine Riesenfrau. Was geht hier ab? Was ist denn das für ein Schleim hier? Alter. Alter, was soll das denn sein hier? Ist das Teer oder was ist das? Was soll das? Oh, hier, Babymalereien. Das ist doch hier vom Kind. Oh ja, hier. Oh, gebrochenes Herz, Mutter, Vater und er oder sie. Hier zwischendurch, überall. Die bringt ein bisschen Farbe in das Leben. Sehr schön. Hier ist wahrscheinlich überall. Im Delirium? Haben wir gesoffen? Na, besoffen? War ich doch. Zeusler? War cool gemacht. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down, and this time, let's make it perfect. Assi. Sag ich doch. Ich hab's doch im Kinderzimmer schon gefunden, das Bildchen hier. Das ist Kindfantasie. Du bist auch Künstler, du Affe. Super, Alter. Leute. Hi, Teddy. Hey, what is that? Wait. What day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Happy 5. Geburtstag. Okay, er hat's vergessen. Es wird wahrscheinlich, was in seinem Kalender war, nicht vergessen. Der 9. War es jetzt ein Sonntag? Hat nicht drauf geachtet. Aber ich schätze mal, das ist, soll's sein. Okay, wo lang? Geh jetzt mal hier hin, mach das Lichtchen an. Ist auch klar. Und da. Kinder in einer Ehe. Ehreratgeber. Erwarte das Unerwartete, die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen Gratissatz von motivierenden Aufzeichnungen. Stark genug. Volume 1 und 2.
Ja. Toll. Also ich halte davon immer nicht so viel. Man kann sich ja alles ein bisschen anlesen, ein paar Tipps holen, aber... Oh, da ist er schwanger, guck mal. Das Baby, Kind hat das voll gemalt. Oh, Alter, WTF. Ja, oh, das ist ein B, das ist ein Teddybär. B. Ho. Quietsch, quietsch. Das ist eine Tür, die wir nicht aufmachen wollen. Okay, dann machen wir die auch nicht auf. Oh, what? Ich glaube, von hier bin ich ja gekommen, ne? Ja. So. Dann bleibt uns ja nur noch das Quietsch-Quietsch hier. Hallo, Daddy is home. What the... Fuck. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Okay, süße Schuhe. Vom Baby, das sieht alles nach so Kinderzeichnungen aus, guck mal. Nichts ist mehr echt. Alter. Leute, was machen wir hier? Nun ja, wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Es geht jetzt zur Sache langsam, ne? Und nicht vergessen, liken und wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo dalassen, ne? Und ansonsten viel Spaß beim LP, eure Zockermale.